Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit Synapse und Lodger. Hallo. Hallo. Ja, wir hatten hier unten gerade Action gehabt. Da waren gerade so gefühlte 15 Zombies an unserer Wohnungstüre, Haustüre. Ja. Jetzt geht's ans Bauen ran. Dein Schlafsack ist im Weg. Bloß mach den weg. Jetzt. Sofort. No. Sonst tue ich dich bannen. ich mach mir hier gerade noch schick was zu essen und was zu trinken. Ein Stückchen Fleisch kann ich ja hier reinholen. Du rüstest dich gleich mal mit der Axt auf. An. Na, hier, weiß schon, was mir noch. Du musst dich mal mit welche? Der Axt ausrüsten. Hier mit der Feueraxt. Mhm. Und dann gibst du mir mal meine Pickaxe mal wieder. Ach, schade. Ich hab sie dir nie geschenkt. Schade. Und du bist so nah am Mikrofon. Echt? Ja. Besser? Ja. Schön. So, ach so, Feueraxt habe ich ja schon. Da tust du jetzt mal hier links rum komplett alles weghacken. Die Metalldinger hier, die kannst du mit dem Hammer kaputt machen. Oder mit der Axt, also hier mit der normalen Steinaxt. So, ich werde jetzt das Ding hinbauen. Ich werde das so machen wie Staffel 2 und 3. Also kompakt halt. Dass dann quasi jeder sein Apartment hat. Jetzt noch die Hälfte. Was waren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3. Das bleibt frei. Hier ist sozusagen die Trennwand. Nee, hier hinten, nee. Ganze Eisen wegmachen? Ja. Hab ich mich verrechnet? Kann doch nicht sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ach, das wäre hier. Jetzt müsste es hin. 1, 2, 3, 4. Genau. Und hier drüben. Das ist zu. 1, 2. Genau. Jetzt haut's hin. Schnups. Hier genau dasselbe.
4, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, da auch irgendwas wieder hin. Das ist zu. 1, 2, 3. Ach ja, so rum. Genau. Was machst denn du? Ich schaue gerade was. Dann mach's mal kaputt. Ja. Yeah. Ich kann dir aber dem Metall helfen. Obwohl, ich glaube, der Hammer, der macht mehr Schaden. Nee, der macht bis Schaden bei Stufe 2. bei Stufe 6. Oh, Verzeihung. Danke. Geh mal ein Stück zurück, bitte. Oder ein Stück nach links. Ach, du schmeißt hier vorpitchen. Und dann nimmst du deine Feueraxt und machst die ganzen hier kaputt. Links rum. Also auf der einen Ort finde ich zwar, dass es schöner aussieht, wenn es ein bisschen größer wäre, aber die kompakte Bauweise ist irgendwie praktischer. Das alles lieber nah beisammen. Warte mal kurz mit dem Zuhauen. Dann kannst du weitermachen. Die Ecken mache ich wieder weg. So, hätte man das auch gleich mal bei mir drüben machen können. Ach ja. Ach, das ist leider noch. Bupp. Das ist die Seite hier hinten. Die haben wir schon. Ach ja. Na, wie gesagt, das ist eigentlich völlig Quatsch, die wieder abzureißen. Aber das war ja eigentlich bloß gedacht, dass du leveln konntest. Was abzureißen? Na, das, was du gerade abreißt. Hm. Die Dinge aufzuwerten war eigentlich völliger Blödsinn, aber das macht nichts.
Das kann man mal in Kauf nehmen. Habe ich jetzt alle Ecken? Plus ist das normal, wenn ich das ja wieder abreiße, dass ich dafür keine EP-Punkte kriege? Ja, weil du auch nichts einsammelst. Achso. Ringsrum? Ja, komplett. Komplente? Ja, war schon mal fix. Komm mal fix her. Machen wir die hier erstmal. Was? Hier, wo ich bin. Machen wir das Fenster hier mal komplett. Erstmal. So, die muss ich da mal machen.
Achso, Zuschauer, auf dem Weg hierher, in der letzten Folge, hatte ich nun einen Fertigkeitspunkt bekommen, also Level Up, und habe dann gleich mal den glücklichen Sammler ausgelevelt. Das bedeutet, wenn ich hier fertig bin mit dem Gerüst, geht's dann zum Shotgun-Geschäft und zum, zum Doom-Baumarkt. Um dort fleißig zu looten. Das ist gestört. Schick, schick. Gegenüber hast du schon. Ja. Gut. Wenn wir noch fix die Steine rausholen. Viele sind es ja nicht. Aber sollte ausreichen. Ich muss schon wieder niesen. Ja. Gesundheit. Ah, danke sehr. Nun die andere Seite. Im Singleplayer war die Lampe dort hinten. Nee, die war auch hier an derselben Stelle. Ich erinnere mich. Und jetzt können wir die hier abhacken. Du gerade in dein Mikrofon reingeschissen? Nö. Das klang so.
kann sein, dass ich gerade eine Fliege auf meinem Mikro hatte, die gerade gepupst hat. Das wäre denkbar, ne? Also hier wünscht man sich doch tatsächlich einen Erdbohrer. Okay. Oder einen voll modifizierten Hammer der Stufe 6. Könnt ihr auch hier eine Rohrbombe hinlegen? Geht's schneller? Aber da müsste ich viel zu viel reparieren. Ich habe hier einen Hammer der Stufe 4, wieso nehme ich denn den? Das weiß ich doch nicht, warum du den nimmst. Hier den beschwerten Kopf rausnehmen. Den hier reinhauen. Hier die Klammer rausklauen. Und den auch mit beim Hammer reinsetzen. So, dann macht er da wesentlich mehr Damage. Sag ich doch. Bist du eigentlich deine Waffen, also mal nebenbei gefragt, weil du bist ja ziemlich vergesslich, du sollst deine Waffen nebenbei mit Mods ausstatten? Ja. Also die Feueraxt, die hab ich jetzt mit der Holzsplitter-Mod. Mhm. Eine strukturelle Klammer auch drinne? Nee. Hab ich ja aber auch nie. Achso. Im Übrigen von den ganzen Gerüstblöcken, ich hatte ja auch noch 75. Ja. Habe ich jetzt noch 177. Naja. Ja, also 600 waren schon gut berechnet. Mhm. Und zumal ich ja auch noch nicht fertig bin, die Fenster müssen ja dann auch noch gemacht werden.
Oh, da hat sich jetzt aber einer angestrengt. Das ist wie beim Kacken. Sei vorsichtig, nicht, dass ihr noch an Gehirnaneurysma stirbst. Drüben bloß noch die zwei. Das verbraucht mehr Ausdauer, vergiss das nicht. Ja, aber bevor ich hier 120 Mal auf dem Brett einhaue und die Energie dann immer weiter flöten geht, mache ich das lieber so. Und wartest lieber 5 Minuten, damit sie sich wieder erholen kann, ne? Wenn es sein muss. Das ist eigentlich, naja. Jedenfalls klingt es komisch. Und jetzt stutzt das ganze Haus ein. Pass auf. Jetzt noch überprüfen. Die Ecken hier oben, die lasse ich erstmal weg. Das kann man dann später immer noch machen. Das ist erstmal nicht lebensnotwendig. Das ist dann bloß optisch. Hier ist es dran, da ist es dran. Hier sind die Ecken dran. Hier ist es dran. Die Wand steht. Das ist dran. Ist auch alles soweit, wie es sein soll. Das müssten insgesamt 11, 22, 64 Kisten kannst du dann hier reinbauen. Das müsste reichen. Davon mal abgesehen, sammeln kann ich ja eh so viel, also von daher. Ich sag's auch nicht. Ja, alles gut. So, ich hole mir jetzt auch eine Axt. Nee, ich gehe erstmal runter. Es sind schon wieder ein paar Menschen. Mhm. Man hört's. Ich hab hier. Das waren hier Leute vom Finanzamt. Ah, okay. Was wollten sie denn? Keine Ahnung, ich hab nie gefragt, ich hab gleich zugeschlagen. Ach Menno, vielleicht sind die wegen meinem Abo hergekommen. Jetzt kommt auch noch eine Krankenschwester. Das ist bestimmt die von der Pflegeversicherung. Hm. Also gleich mal hauen. Ein paar mehr. Guck mal, könnt ihr nicht lesen? Da steht von einer Person zur anderen Person 1,50 Meter Abstand halten wegen Infizierungsgefahr. Was habt ihr nun davon? Sieht doch mal creepy aus. Hm. Ja,
was wollte ich machen? Achso, Axt. Buch. Axt, 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 Axt. Warte mal, hier kann ich da aus dem Hammer wieder das Zeug rausnehmen. Und das in die Axt reinhauen. Ach so. Ja, ach, das passt so. Liebe Zuschauer, da tue ich mich jetzt mal an der Stelle verabschieden. Ich werde das hier mal weitermachen. Ich werde dann auch hier den Aufgang, werde ich dann drumherum auch noch ein bisschen was hinstellen. Wenn das dann fertig ist, werde ich mich dann ausrüsten, um dann looten zu gehen. Danke fürs Zusehen, liken, abonnieren, würde ich mich freuen. Bleibt gesund, bis dahin. Ciao, ciao. Tschüssi.